Hallo und willkommen zu diesem Video. In diesem Video spiele ich kostenlose Super Mario Spiele. Viel Spaß! Have fun! Was im heutigen Part passiert? Außer Tomaten! Okay, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, spielen wir jetzt Mario Raids for the Bus. Oh mein Gott, keine Ahnung wie, aber es hat geklappt. Und wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Oh, was ein geiler Tag. Ist heute schon Donnerstag? Warum steht denn da die Mülltonne? Digga, David, was? Oh, hey, Phil, was geht, Mann? Digga, was machst du in der Mülltonne? Ja, Diggi, ich hab mir schon mal ein neues Zuhause gesucht. Mario 3D World, das Projekt ist bald vorbei und dann bin ich unrelevant. Deswegen komme ich schon mal klar mit weniger Geld im Monat. Aber ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hab keinen Plan. Okay, dann wird's Zeit, dass du irgendwas Gehyptes spielst. Irgendwas, was gut ankommt. Ja, und was soll ich dafür zocken? Ja, was weiß ich, Junge. Irgendwelche billigen Mario-Spiele oder so. Digga, das ist eine verdammt gute Idee. Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut, der durchs Einkaufszentrum läuft und Gurken kaufen geht. Manche Witze verstehe ich im Nachhinein auch nicht. Und willkommen zu einem neuen Video. Auf diesem Kanal. Ja, wir sehen im Hintergrund schon ein Spiel. Super Luigi Run. Wenn man Super Mario Run auf Wish bestellt und Luigi... Sieht auf jeden Fall sehr gesund aus. Ich würde ihm vielleicht ein paar Vitamine empfehlen, 2 bis 3 Liter Wasser am Tag zu trinken. Aber ansonsten, hey, sieht ja kerngesund aus auf jeden Fall. Vielleicht würde ich mit seinen Armen nochmal zum Arzt gehen. Aber das spielt ja keine Rolle wie arbeitslose Schauspieler. Freunde, was wird im heutigen Part anstehen? Wir zocken heute 3 Mario-Fangames, 3 Mario-Games, die ich auf Game Jolt gefunden habe. Game Jolt ist eine Indie-Spielseite, wo es ganz viel Stuff gibt, so an sich. Weil jetzt schau dir diesen Luigi mal an. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, aber ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt. Super Luigi Run, WASD, also die normale Steuerung auf dem PC. WASD, die neue... WASD, die normale Steuerung für den PC. Oh. Press WY up arrow or... Kopf und Nacken und let's go. Warte mal. Oh, wir können sogar verschiedene Level aussuchen. Wir haben 3 Level. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Wald-Level an. Let's go. Wow, Digga, man wird direkt ins Level hineingeworfen. Oh mein Gott, spring, Luigi. Wuhu, ich kann fliegen. Oder wird das, geht das ganze Level jetzt so? Also passiert denn nichts anderes? Also wir sind wirklich nur Luigi, der hier diese... Bruder, du mit der... Luigi, nicht sterben! Oh Gott, der hat mich einmal getroffen. Kacke, ich habe jetzt meine Mütze verloren. Aber die Mütze habe ich von meiner Mama zu Weihnachten bekommen. Komm schon, Luigi, du schaffst das, Digga. Auf das Fragezeichen. No way! Okay, wir beruhigen uns mal wieder. Oh, das Spiel hat sich aufgehangen. Okay, wenn man stirbt, hängt sich das Spiel auf. Nice. Okay, Hammer, Bro. Du denkst, du wärst Hammer, oder, Bro? What you say? Oh, that you only meant well. Digga, jetzt hat er mich schon wieder getroffen. Was soll ich denn machen? Ich habe die Steuerung nicht verstanden. Meine Englischkenntnisse sind die von einem Grundschüler. Oh, not again, Digga. Wir waren kurz davor wieder hier. Oh, jetzt hängt sich das Spiel wieder auf, ne? So ein Dreck. Okay, Freunde, wir spielen jetzt das 2. Level mit der wunderbaren Sonne. Mit der Sonne. Digga, jetzt raste ich aber langsam aus. Ist hier irgendwo ein Pilz? Digga, was? Ich habe keinen Bock mehr. Das Spiel kann man meine Klöten sehen. Aber keine Sorge, Freunde. Es ist Nintendo LP. Ich möchte euch natürlich alles... Hä, Digga, im Originalspiel kann man auch auf diese Pinguine hüpfen. Das ist jetzt langsam aber echt Betrug. Das hat nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Digga, das Game muss doch auf die offiziellen Fachbegriffe achten. Nein. Das weiß doch jeder, dass es Wild und Wriggler heißt und nicht Wild und Wiggler. Wow, es macht so viel Spaß, Freunde. Ich hatte selten so viel Spaß. Die Steuerung wurde einfach von einem Affen ohne Arme gemacht, habe ich das Gefühl. Also so fühlt sich zumindest an. Ich will gar nicht wissen, wer eigentlich hier am Ende wieder als Endboss kommt.
Aber hey, wir kommen wieder zum Endboss, oder? Komm schon, wir kommen... Oh nein, ist das eine Wolke? Jetzt? Wo ist das Problem bei einer Wolke? Also ich meine, die Wolke kann uns ja nicht attackieren, es sei denn, jetzt kommen irgendwelche Hindernisse dazu. Bitte, ich brauche wieder einen Pilz. Muss ich auf die Wolke springen? Digga, ich kann nicht auf die Wolke springen, was... Ja, ist mir egal. Auf zum nächsten Game. Okay, Freunde, das nächste Spiel, was wir heute spielen, ist Super Mario 53. Keine Ahnung, was das für ein Game ist. Okay, let's go, wir werden direkt in die Story geschmissen. Objective, talk to Luigi. Also, wir haben eine normale Steuerung mit, ja, mit den Pfeiltasten und wir sind... Wow, woran erinnern euch diese Pilzhäuser? Erinnert mich so ein bisschen an die Bäume in 3D World. Diese Bäume? Also ich weiß nicht, was sich Nintendo bei diesen Bäumen gedacht hat. Wow, also wir sind hier einfach in der Königsallee gerade unterwegs. Ich frag mich, wo wir essen gehen. In dem edlen Restaurante oder in diesem Restaurante? Mario ist in Wahrheit ein Erfrasser. Oh, Luigi! Hey, Mario! Hallo, Luigi! Warum kommt diese bedrohliche Musik? Samron Just Storm! Nicht! Oh, nein! Luigis Gold wurde gestohlen, Alter. The nasty clown of you keeps sneaking into Princess Peach Castle to steal my... Digga! Please defeat your nasty clown. Okay, wir müssen unseren Klon besiegen. Okay, sei sicher. Viel Glück, Mario. Danke, Luigi. New Toadstool Castle. Ich kann nicht mehr, Freunde. Okay, wir sind jetzt in einem... Wir sind in einem Level angekommen, aber ich habe die Steuerung nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie jemand springt. Oh, Digga, das ist wieder eine Krebssteuerung. Ich springe einfach mit Z auf der Tastatur. Ha! Ich habe einen ganz kurzen Moment eigentlich Angst gehabt, dass es wie Unfair Mario wird, dass wir hier mit einem unsichtbaren Block sterben. Nein! Oh nein, es geht um Peach. Uff, Alter. Dieser andere, gefährliche Sprung. Nein, oh Mann, Alter. Komm schon, Baby. Komm schon, kleine Maus, zieh dich aus, jawohl. Schöne Grüße an King Olli. Die Nudes könnt ihr schicken auf Snapchat, aber nur ab 18, bitte. Hä? Digga, wie soll ich diesen Sprung denn schaffen? Oh mein Gott, so, wir sind weitergekommen. Gefährliche Stelle. Mario, du hängst, Digga. Sheesh. Alter, Peach wird sich freuen, dich wieder zu... Oh, Digga, was? Das wird nicht gut enden. Ich hab's doch gesagt, das wird nicht gut enden. Was soll ich denn da machen? Oh mein Gott, keine Ahnung wie, aber es hat geklappt. Gott sei Dank, bitte. Ich möchte nicht mehr sterben. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Game. Junge, keine Ahnung, wie lang dieses Fangame ist, ne? Bitte kein unsichtbarer Block. No way! Das... Digga, puh! Rapu auf deine Sippschaft, Hammer! Ja, Bruder! So, jetzt bitte nicht unnötig sterben. Oh mein Gott! Warum mache ich denn so einen Speedrun? Schöne Grüße an Ron Weasley. Bitte gib mir einen Pilz, gib mir einen Pilz. Danke, Baby. Digga, das Level kann nicht mehr lange sein. Alter, ich bin am Zittern, weil dieser eine Sprung mit dem Trampolin, der war echt schwer. Das gebe ich schon zu, ja. So, zack, hier rüber. Und dann ist das... Alter, wir sind einfach ESL-Gamer in diesem Game. Wow, und ab, bringt mir gar nichts. Gefühlt kann ich hier sowieso unendlich sterben. Nein! Oh Mann, nicht so unnötig! 6,5 Stunden später. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, da ist unser Zwillingsbruder. Bruder? Keine Ahnung mehr, das ist mein Klon. Ja, genau, das war's. This will be fun. Was? Digga, ich hab vergessen, wie man springt im ersten Moment. Was, Digga? Wieder komplett Ich bin einfach der Terminator, Digga. Ich bin der Terminator. Warum sind wir auf einmal in Cuphead angelangt? Also, das ist jetzt ein anderes Level, aber irgendwie ohne... Oh mein Gott! Irgendwie macht mir das gerade voll Angst. Das ist wie so ein Horrorspiel irgendwie gefühlt. Das ist... Okay, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, spielen wir jetzt Mario Raids for the Bus. Keine Ahnung, was das für ein Game ist, aber ich muss sagen, die Auflösung sieht ultra heftig aus, ne? Wir fassen zusammen. Mario sitzt hier seit 11 Sekunden und wartet für den Bus. Wir essen einen Apfel und unser Hunger ist gestillt. Wir trinken Energy Drink und unser Getränk ist gestillt. Bruder! Alter! 10 out of 10 Spielkonzept!
Nintendo, bitte übernehmt das demnächst. Bitte übernehmt das. Sind wir jetzt Real Talk? Wir sitzen auf einer Bank mitten im Nichts und müssen Mario nur Äpfel und Getränke reinpfeifen. Mehr müssen wir nicht machen und wir warten wirklich. Einfach nur wow. Okay, wir sind kurz am Dehydrieren nach bereits 2 Minuten 55. Also irgendwas läuft in Marios Wasserhaushalt gewaltig schief. Aber okay, 2, 1, 0. What is that? Oh nein! Nein, wir haben Mario wartet auf den Bus verloren. No way! Ja, passiert noch irgendwas? Irgendwas Cooles im Bildschirm oder so? Wie scheint nicht, nein. Egal, wie lang dieser Part geworden ist, ich weiß es nicht, aber an dieser Stelle würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn dir der Part gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls du öfter sowas sehen willst, schreib's auf jeden Fall gerne in die Kommentare hinein. Es war ein kleines experimentelles Video heute. Und ich würde sagen, abonnieren und die Glocke aktivieren und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye. Dann so, Herr David, was? Also ich gehe jetzt so einfach los, sagst du?